Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Fortuna Düsseldorf Managerkarriere. Wir gehen direkt mal rein in das große Topspiel. Es heißt Erster gegen Dritter, wenn wir uns hier die Tabelle ansehen, ist aber Schalke schon mit deutlichem Abstand vorne, insgesamt auf uns zumindest der Abstand von 7 Punkten, und damit gehen wir rein. Sie sollen natürlich nicht ihren Vorsprung ausbauen, deshalb werden sie hier trotzdem mit einer 4-1-2-1-2-Formation auflaufen, und wir beginnen natürlich mit unserer kompletten Top 11, zumindest so gut es geht, so dass jetzt hier Oscar Bob leider runter muss. Dafür wird aber Moment Rossmann von Anfang an beginnen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. De Vries wird ebenfalls noch eingetauscht durch Hofmann, und er bleibt auch direkt mal zu Hause, denn Oberdorf kommt mit. Genau, und Ritter wird noch ausgetauscht durch Nukili. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein und möchten natürlich zumindest ein Unentschieden rausholen. Jetzt kommt Schalke, die Gelsenkirchner, vorbei an Ralston, der aber nochmal ordentlich Druck machen kann und immer noch Druck macht. Der FC Schalke 04 bekommt jetzt hier einen Eckball zugeschrieben. Moa bringt den allerersten Eckball rein, der kommt direkt auch aufs Tor, aber Carsten Meyer ist da. Jetzt müssen wir extrem aufpassen. Schalke kommt und das Überpolter, aber Carsten Meyer rettet hier. Die Schalker jetzt mit diesem Konterangriff über Karaman, Siebert, Fehler, und wir müssen laufen, was wir nicht machen, und dann kassieren wir diesen Gegentreffer in der Veltins Arena. Artig ist hier auf den Flügel, immer noch Artig, der hier ein bisschen Freiraum bekommt. Artig dribbelt sich hier vorbei, immer noch Artig, geht jetzt hier an den nächsten Mann vorbei. Artig mit dem Schuss, Marius Müller leider mit der Parade. Tanaka ist hier am Start, Tanaka könnte einen Konter ausführen. Sieht jetzt hier Rossmann lossprinten. Rossmann bekommt ausgerechnet hier diesen Ball gegen Marius Müller. Ist er am Start. Macht ihn rein. 40. Spielminute. Und damit erfolgt der Ausgleichstreffer. Artig ist am Ball. Artig jetzt auf Trisoldi. Der hat diesen Ball. Findet jetzt Rossmann. Und Rossmann macht seinen Doppelpack. Und vor allem dreht diese Partie mit seinen beiden Treffern. Und damit holen wir uns jetzt hier die Führung. Rossmann ist hier am Ball. Sieht Trisoldi vorne. Trisoldi liegt auch für Gastrop. Der nimmt sich den Ball und auf den Schuss und trifft. Damit machen wir Tor Nummer 3 in Gelsenkirchen. Böckle muss aufpassen, denn die Schalker kommen über seine Seite. Böckle kommt nicht dran. Nikili kommt mit dazu. Und jetzt macht er diesen leider ungelungenen Zweikampf. Damit gibt es leider auch 11 Meter. Und wir müssen natürlich aufpassen. Polter mit dem Lauf. Polter macht ihn leider rein. Und damit haben sie den Anschlusstreffer erzielt. Häuser ist am Ball. Sieht Trisoldi. Trisoldi, freies Schussfeld, war nicht im Abseits. Marius Müller hat gar keine Chance. Und damit machen wir den direkten Angriff nach dem Gegentreffer. Und vor allem holen wir uns dadurch die alte den alten Vorsprung wieder zurück. Häuser ist am Ball. Häuser auf Rossmann. Rossmann legt auf Büffermei und er scheitert. Eckball jetzt für uns. Häuser mit der Reingabe auf Rossmann, der angeflogen kommt und Bock hatte auf seinen Dreierpack, den er jetzt hier auch vollziehen kann und macht damit auch insgesamt den 5. Treffer für Düsseldorf. 90 Minuten sind in der Veltins Arena vorbei und wir gewinnen in diesem Topspiel sehr torreich mit 2:5. Größter entscheidender Punkt ist hier definitiv Rossmann gewesen, der aus 3 Versuchen 3 Treffer machen konnte und damit diesen Spielball mit nach Hause nehmen darf. Als nächstes steht keine zweite Bundesliga-Partie an, sondern der DFB-Pokal, und das wird ziemlich übel, denn wir spielen gegen Eintracht Frankfurt, einen Erstligisten, und sie werden hier mit einer 3-4-2-1-Formation auflaufen, und wir beginnen natürlich mit unserer gewohnten Formation, aber nicht Aufstellung, denn wenn ihr schon ein bisschen sehen könnt, hat leider Trisoldi nicht genügend Ausdauer, weshalb Vermey von Anfang an beginnen muss. Und auch Hofmann bleibt zu Hause. Oberdorf kommt wieder mit und der Rest bleibt zu Hause. Bis auf Günther, er ersetzt Kral, denn ich möchte hier nicht mit einem Torhüter reingehen. Und damit würde ich auch sagen, gehen wir rein. Wir haben extrem Bock aufs Weiterkommen. Ob das wirklich passiert, ob diese große Überraschung eintrifft, werden wir jetzt sehen im Deutsche Bank Park. Die Frankfurter jetzt im Ballbesitz und auch mit dem Spielaufbau. Siebert kommt noch dazwischen. Jetzt müssen wir wieder in die Grundformation reingehen, was uns nicht gelingt. Und
dann kassieren wir hier diesen Gegentreffer und das bereits schon in der 12. Spielminute. Ralston am Ball, sieht Tanaka. Tanaka jetzt auf Gastrop, der diesen Schuss nimmt und das war keine schlechte Chance. Es gibt einen Eckball für die Frankfurter, er wird auch kurz aufgeführt auf Götze und dann ist Böckle da, ziemlich boxstark und sprintet direkt auch nach vorne. Böckle hat richtig Bock, immer noch Böckle, sieht Tanaka in der Mitte komplett freistehen. Er ist zwar nicht der Schnellste, kommt aber hier ziemlich gut voran. Tanaka gegen Kevin Trapp und er nutzt nicht diese Riesenchance. Oscar Bob ist hier am Ball, sieht Tanaka, Tanaka auf Vermaai, Vermaai nimmt ihn an, Vermaai zieht ab und Kevin Trapp, der Frankfurter Kapitän mit dieser Parade. Eckball nach der Parade und Artig bringt ihn rein auf Tanaka und der bringt ihn irgendwie zwischen Abwehrmann und Torhüter und macht diesen Ball rein in der 43. Spielminute. Sehr wichtiger Treffer für die Düsseldorfer. Die Frankfurter Arme stark, Götze kommt durch und Frankfurt direkt mit der Antwort nach unserem Treffer. Tanaka ist hier am Start, Tanaka dribbelt sich durch, immer noch Tanaka, Tanaka macht den nächsten Treffer und damit wieder den Ausgleichstreffer und ich hoffe, dass wir dieses Mal nicht so schnell einen Gegentreffer kassieren werden. Jetzt müssen wir laufen und wie, denn David läuft nach vorne, immer noch David, jetzt kommt der Heber und der geht rein und ja, wir kassieren wieder relativ schnell einen Gegentreffer. Green am Ball, immer noch Green auf Ritter, Ritter hat ihn, Ritter jetzt wieder zurück auf Green, Green rennt weiter, geht hier auch noch vorbei, Green sieht Häuser auf der anderen Seite, Häuser jetzt auf Ritter und er schießt vorbei bei dieser Riesenmöglichkeit. Das Spiel ist aus, wir sind raus. Ja, ziemlich bitter, muss ich ehrlicherweise sagen. 3:2 der Endspielstand für Eintracht Frankfurt. Ist auf jeden Fall bitter, denn wir haben uns ziemlich gut geschlagen, muss ich sagen. Aber leider hat es nicht ausgereicht. Nach diesem bitteren Aus sind wir jetzt wieder zurück in der 2. Bundesliga. Und diese Ligapartie bestreiten wir gegen den 1. FC Nürnberg, die hier mit einer 4-3-3-Formation auflaufen. Und wir werden natürlich mit unserer Top 11 auflaufen und damit gehen wir rein in die Höhepunkte. Wir sind drin, erste Szene, 26. Spielminute und wir beginnen direkt mal mit einem Freistoß für uns. Gastrop steht dafür bereit. Und visiert natürlich eine Flanke an. Die Hereingabe kommt auf Sobotka, der nochmal auflegt für Siebert. Siebert jetzt mit diesem hohen Zuspiel, der leider direkt mal auf den Nürnberger Mann geht. Und dadurch, ja, gibt es jetzt auch als nächste Chance direkt mal einen Angriff für den 1. FC Nürnberg. Siebert ist da, der Wies auch. Und der Wies, ja, kann ihn direkt mal nehmen und ich hoffe nicht verlieren. Er setzt sich auf jeden Fall durch. Das macht er gut. Böckle bekommt anschließend den Ball genauso wie Artig. Artig jetzt auf Trisoldi. Trisoldi sieht nochmal Böckle. Böckle zurück auf Trisoldi. Der sieht hier Sobotka. Sobotka sieht auf der anderen Seite ausgeworfen. Dieser Ball kommt aber leider nicht an. Und damit gehen wir rein in die 39. Spielminute. Der Ball, sorry, geht auf Trisoldi, der jetzt hier einen Angriff wagen kann. Trisoldi trifft das Aluminium, aber leider dann nicht das Netz. Somit springen wir schon in die 60. Spielminute danach und hier gibt es einen Eckball für den 1. FC Nürnberg. Geis steht bereit und da kommt ein Mitspieler angelaufen und Kundiki, wie auch immer, bekommt diesen Ball. Jetzt gibt es einen Alleingang, zumindest ein normaler Angriff von oder für oder auf unserer Seite auf jeden Fall von Trisoldi und nein, er kann keinen Alleingang starten, aber kriegt diesen Ball dann leider auch nicht vorbei. Damit ist die Partie vorbei und wir spielen leider nur unentschieden. Aber dafür gewinnen wir die nächste Partie gegen den FC Ingolstadt mit 1:0. Artig ist hier der Einzige, der hier in diese Partie trifft. Aber dafür spielen wir nur unentschieden gegen Darmstadt 98 in Höhe von 1:1. Trisoldi ist derjenige, der auf Düsseldorfer Seite trifft. Und wir gewinnen dafür wieder die nächste Partie gegen Braunschweig. Also aktuell gibt es ein Hin und Her. Hier trifft dann Oscar Bob bei diesem 1:0 Sieg. Aber wir spielen in der darauf folgenden Partie wieder nur unentschieden gegen Kräuter führt. Diesmal ist es ein 2:2, der Naka trifft, als auch Ralston. Daraufhin haben wir auch die letzte Partie der heutigen Folge und zwar gegen Hansa aus Rostock. Sie werden hier mit einer 3-4-1-2-Formation auflaufen und wir werden natürlich mit unserer gewohnten Formation auflaufen, beinhaltet natürlich eine 4-1-4-1-Formation. Zudem werden wir etwas ändern und zwar wird Böckle ein bisschen Auszeit nicht geben, sondern Sobotka für Nikili
Und Sobotka wird aber mitkommen. Statt Kral, der hier mal von Anfang an beginnen darf. Hofmann wird noch ersetzt durch Oberdorf. Denn Oberdorf darf diesmal von Anfang an beginnen statt Devise. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in diese Partie. Und ich habe Bock natürlich auf einen Sieg. Artig ist am Ball. Sieht Drisoldi, der auflegt für Tanaka. Tanaka zurück auf Drisoldi, der hier Artig findet. Artig geht hier noch vorbei. Artig zieht ab und trifft. 8. Spielminute, erster Treffer für Düsseldorf. Oscar Bob ist hier am Ball. Oscar Bob geht nicht vorbei. Drisoldi bekommt ihn aber. Dann wird gehalten. Jetzt nochmal Oscar Bob. Eckball für uns. Artig mit der Hereingabe auf Tanaka, der hier leider nicht reingeht. Aber dann der Kopfball. Jetzt auf Artig. Tanaka bekommt ihn. Zieht direkt mal drauf. Drisoldi ist am Ball. Drisoldi auf Artig, der einfach mal lossprintet. Artig, alle Zeit der Welt und Artig mit dem zweiten Treffer für Düsseldorf. Und damit, ja, haben wir jetzt schon mal einen sehr guten Stand in dieser Partie. Eckball jetzt für Hansa Rostock und wir müssen aufpassen. Die Hereingabe erfolgt. Kral kommt dazwischen und leitet direkt mal den Konter ein auf Drisoldi, der jetzt hier seinen Turbo-Knopf zündet. Drisoldi vorbei, schickt jetzt hier Artig. Artig hat ein bisschen Freiraum, zieht aber nochmal zurück, sieht Drisoldi. Drisoldi versucht den Heber, jetzt macht er das Heber per Volley. Drisoldi, absolutes Traumtor und damit fällt Tor Nummer 3. Astrop am Start, sieht Artig lossprinten und Artig wieder am Ball. Artig, Dreierpack innerhalb von 25 Spielminuten und damit fällt Tor Nummer 4. Jetzt kommt Hansa Rostock über den Flügel. Oberdorf stört, kann ihn nicht aufhalten, Krall mit der Parade. Gastrop ist am Start, sieht Drisoldi, der aufliegt für Tanaka. Nächster Treffer für uns und damit der 5. Tanaka am Start, sieht Drisoldi, der aufliegt für Artig. Artig nimmt sich diesen Schuss und jetzt fällt einfach mal der 6. Treffer. Es ist Halbzeit, wir führen mit 6:0 gegen Düsseldorf und ich bin ehrlich, das habe ich, oder damit konnte ich überhaupt nicht rechnen. Damit gehen wir rein in die Schnellsimulation. Am Ende gibt es noch einen kleinen Ehrentreffer, aber trotzdem gewinnen wir hier mit 20 Schüssen und insgesamt 6 Toren dann mit 6:1. Wie schon vorhin angekündigt, war das auch die letzte Partie und wir blicken danach mal auf die zweite Bundesliga-Tabelle und wir haben ordentlich aufgeholt. Wir sind nämlich jetzt nur noch 5 Punkte weg vom FC Schalke 04, die hier 34 Punkte haben, wir 29, 2 Punkte hinter uns. Kommt dann der Hamburg-Club St. Pauli, gefolgt von Bochum, Nürnberg, Heidenheim, Darmstadt, Kiel, Hannover, Magdeburg, Fürth. Hansa Rostock ist hier auf Platz 12, die jetzt eine Tordifferenz von minus 6 haben. Ja, die tun mir schon ein bisschen leid. Danach kommen Sandhausen, Kaiserslautern, Ingolstadt, 1860, München, Paderborn und zu guter Letzt Braunschweig mit nur 6 Punkten aus 14 Partien. Im DFB-Pokal sind wir leider draußen und ja, ziemlich eindeutig ist auch Frankfurt nicht mehr da, denn die hätten Borussia Dortmund oder wir hätten dann Borussia Dortmund vor der Tür gehabt, wären wir weitergekommen. Also wir hätten definitiv kein Losglück gehabt. Damit blicken wir jetzt natürlich aber auch nochmal auf den Kalender. Denn beim nächsten Mal beginnen wir direkt mal wieder mit einer Top-Spielpartie gegen den VfL Bochum, gegen den Absteiger. Danach folgen 5 weitere Partien. Einmal gegen Magdeburg, Sandhausen und wieder der FC Schalke 04, gefolgt von noch 2 anderen Partien. Einmal in der Wintertransferphase gegen Holstein Kiel und nach der Wintertransferphase kommt auch schon der FC Ingolstadt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!